ist die Fit Overdub Challenge. Herzlich willkommen. Wir haben einen neuen Gast und Mitstreiter, den Marco. Genau, ich bin Schlagzeuger und auch Sänger, habe mein eigenes Soloprojekt Eyewitness und freue mich jetzt dabei sein zu dürfen. Ist jetzt ein paar Tage zu Besuch und wir hatten die letzten Tage schon viel Spaß. Ja, durchaus. Und dann dachten wir, wäre die Kamera angewiesen, das wäre unbezahlbar gewesen. Siehst du die Kamera eigentlich? Nein. Gut, das war's mit Sinnvollen. Metal-Comedy. Metal-Comedy, ja. Okay, ja, das gibt's noch nicht. Jetzt mal eine Fachfrage. Es gibt ja Metal und dann gibt's die ganzen An-Black-Metal, An-Death-Metal. Ja. Ist der Überbegriff An-Metal? Ich würde es An-Metal nennen, ja. Aber mit A. An-Metal. Also ich dachte, es lehnt An-Metal an. Ich dachte A-N, so wie On-Off. Das ist dann immer, wenn meine Eltern ins Zimmer kommen, jetzt ist Aus-Metal. Ist da eigentlich noch was drin? Oder trinkst du das auch nur aus Werbegründen? Und ich dachte schon, heute Abend passiert gar nichts Lustiges. Nein, gar nichts. Hey, das ist... Ich bin gerade noch in meinem seriösen Zustand. Ach so. Wenn ich witzig sein will, dann brauche ich... Lachgummis hast du gesagt. Lachgummis, richtig. Ich nannte es auch immer Diabetes to go. Dann machen wir jetzt doch Musik. Gummibärchen-Metal. Gummibärchen-Metal, ja. Also du fängst an mit dem Schlagzeug. Ja, jetzt müssen wir kurz mal Tempo finden. Und dann gehe ich rein, ja, und drücke auf Rekord. Rekord. Kurt Cobain. Rekord Cobain. Ah, Rekord da Cobain wieder. Haben wir wieder. Ja, ne? Da haben wir wieder. Nur noch ein 6/8-Beat. Das ist 4/4. Krass, ne? Alter, ich bin Schlagzeuger und ich kann zählen. Ist ja wahnsinnig. Du darfst. Okay. Gut, dann tue ich mal so, als ob ich irgendwie was kann. So was in die Richtung. Ja, genau so, nochmal, okay? Okay. Mhm. Was ist das? Also, ich kann, ja. Ja, weil der zeigt mir viel Vierteltakt an, der Blödmann. Was war das denn für ein Müffel? Oder wenn es ganz kacke ist, nochmal ohne mich machen. Quatsch, das ist super. Ich wusste tatsächlich während des Spielens überhaupt nicht, was ich jetzt immer spiele. Was war das? Das war was? Sag mal ein paar wilde Buchstaben von A bis. A oder H? A. Anton oder? Anton. Hanton. Nee, nicht Hanton. Ich bin schon ganz unten. Es ist gut, dass ich dich rausgejagt habe. Findest du die Idee gut oder willst du das anders? Die Idee finde ich gut. Akkorde finde ich gut. Ja. Anton, Phanton, Kanton. Nee, Anton, Phanton, Danton. Kommst du auf E? E noch runter? Enton. Ja. Enton. Dann könntest du, genau, Enton. Harmonielehre ist bei mir Fremdwort. Ah, okay. Habe ich was verpasst? Ein fröhlicher Breakdown. Ich weiß gar nicht, wer das macht. Ich bin kein Pianist. Mann! Ich bin zu blöd, um die Türklinke runterzudrücken gerade. Na, 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 na. Das ist immer so ein Absturz von da nach da. Also. Wieder mal. Das ist so, kackt meine Stimme komplett ab. Ein richtiger Pfeifenheini. Ich habe irgendwo meinen Schwerbehindertenausweis in meinem Zimmer, also halte ich da einfach immer in die Kamera, wenn ich sowas mache. Muss ja keiner wissen, dass es für die Augenkrankheit ist, ne? Yes! The light shines in the dark! The light shines in the darkness! So. Ne, das passt nicht. Boah, Alter, das Time-Phrasing ist Müll. Ei rascht aus. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Rise of Knights Freunde, zur Overdub Challenge Nummer 4. Ich darf wieder mit am Start sein. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Mit knurrendem Magen lässt sich halt doch noch am besten Metal spielen. Und das ist tatsächlich unser Programm heute. Metal. Ah.
Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich das machen soll. Ich habe mit dieser E-Gitarre hier hauptsächlich eingespielt, meine ESP LTD HM100QM, und mit meinen wundervollen Effekt-Pedals, wie hier zum Beispiel, hauptsächlich habe ich hier das da genutzt. Das ist der Preamp mit einem richtig schönen Verzerrer-Sound und hier einem Vintage-E-Gitarren-Overdrive-Sound, also Oldschool-Rock könnte man damit sagen. Hier Rhythmusgitarre habe ich hier in der Strophe gehabt. Da habe ich mein Vintage, man hört es schon, Sound genommen, damit ich dann quasi eine schöne Palm-Muted-Action machen kann. Anna und Uwe, beim nächsten Mal gebt ihr eurem Sänger bitte ein Glas Wasser. Der Mann hat sich ja wirklich die Seele aus dem Leib gekrächzt. Aber das Gute ist bei Marco, das will ich jetzt auch gerade nochmal sagen, im Gegensatz zu manch anderen Liedern, die ich schon mal in der Richtung gehört habe, versteht man hier, was gesungen wird. Das ist richtig cool. The light shines in the darkness. Aber es ist gut, wenn das Licht in der Dunkelheit scheint. Bei diesen Metal-Riffs und so, das ist ja immer sehr rhythmisiert und dieses Palm-Muted-Zeug ist einfach nur krass. Ja, das ist cool. Ich muss das gerade nochmal machen. Come on. Ah, das ist das, was ich meine. Ich bin halt echt nicht dieser Rhythmus-Metal-Gitarrist. Ich mache das immer so, wie ich es gerade kann. Ah, zweimal dieselbe Aufnahme machen. Das ist unmöglich. Aber nein, mit Gott ist alles möglich. Wenn man das so als Solo macht, das klingt schon richtig cool, der fetzt noch mal mehr. Und das Coolste ist, mit ein bisschen Delay. Da hat das dann gleich immer so diesen Epic-Heroic-Effekt. Das Dümmste kommt jetzt erst noch, das Solo. Warum habt ihr eigentlich nur A-Moll gemacht? Das ist echt ein bisschen arm da an der Stelle. Da hätte F-Dur kommen müssen. F-Dur! Ach, warum ein Solo? Warum ich? Warum Metal? Vor allem, ich bin eher ein Riff-Schreiber als ein Solo-Schreiber. Das ist ja doch das Schlimmere. Grüße gehen raus an Neil Morse und Eric Gillette. Da freue ich mich schon drauf. Ey, ich mache einfach das, das merkt keiner. Ah, was macht man da drauf? Okay, Impro. Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt einfach dann hier so einen F-Dur-Akkord noch mit reinschmuggeln. Genau. Hihi, das wird lustig. Sorry, Dude, aber du bist jetzt raus. Jetzt kommt die E-Gitarre dran. So, sustain noch einmal. Das wird schon, Jungs und Mädels, wir kriegen das hin. Okay, once again, nur die Ruhe. Epic, das war's. Das Ganze nochmal mit Chorus Effekt. Dann hat es nochmal so diesen Vintage-Touch, nicht zu verwechseln mit Vintage-Touch. Das ist was anderes. Keine Ahnung, was das ist. Das ist hier irgendwie so halb Flamenco-Gedöns. Die zwei Kollegen hier, die duplizieren wir mal. Damit ihr wisst, wovon ich rede, nochmal hier. Also, ich überlege gerade. Finde ich irgendwie gerade ziemlich cool. Leute, ich glaube, das war's. Heute mit Metal-E-Gitarre und ich finde, er ist eigentlich relativ gut geworden. Okay, jetzt sind die nächsten dran. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Overdub. Ich bin dran. Wir machen Metal. Ich habe mir extra was Schwarzes angezogen. Normalerweise ziehe ich immer nur an, was oben drauf liegt auf dem Stapel. Diesmal habe ich extra das Schwarze rausgezogen. Ich darf Bass spielen. Müssen wir mal schauen, was wir da machen. Es ist schon einiges passiert. Ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt von jemandem, der ein bisschen besser Bass spielt als ich, und zwar ist das der Easy Bass. Ja, der hat ganz coole Features, der kann Rhythmus oder auch Audiospuren analysieren, und da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen und versucht, das dann jetzt nachzuspielen. Grundsätzlich kann man ja einen Bass auf verschiedene Arten und Weisen schreiben, gerade in Metal gibt es die Möglichkeit, Schlagzeug zu unterstützen, das heißt, man spielt das, was die Bassdrum oder was so Bass und Snare spielen vom Rhythmus her. Oder man unterstützt die Gitarre untenrum ein bisschen, dass man sagt, man spielt eigentlich das, was die Gitarre spielt, nur halt natürlich mit dem Bass ein, zwei Oktaven tiefer. In dem Fall habe ich mich so für
die zwei Möglichkeiten oder so noch, gar noch eine dritte Möglichkeit entschieden, auch das Klavier an manchen Stellen so ein bisschen untenrum zu unterstützen. Und dann gibt es noch das Gitarrensolo und das wird ein bisschen verrückt. Ganz schön schnell, ey. Ja. Was haben wir da nochmal angeschrieben? Das ist wieder so ein Fingerbrecher-Ding. Wäre vielleicht gut, wenn man den ersten Ton auch trifft. Im Refrain habe ich dann das Thema vom Klavier aufgenommen und spiele im Prinzip das gleiche oder in ähnlicher Form diese beiden Wechseltöne. Gut, dann kommen wir jetzt zum Highlight von dem Stück. Chrissys Solo. Dann habe ich Easy Bass gefragt, was schlägst du vor? Und dann ist Easy Bass völlig ausgerastet. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, ob ich das auch spielen kann. Ja, geht's nämlich schon los. Viel zu schnell, ey. So oder so ähnlich soll es klingen. Ob ich genug Seiten habe? Nee, tatsächlich fehlt mir eine Seite. Der Easy Bass hat frecherweise 5 Seiten. Ich halt nicht. Musikstil ist super. Schlagzeug dreht durch. Irgendeiner schreit ins Mikro. Läuft. Kleiner Nachtrag für die Bassisten und Nerds. Mein Bass heißt LTD B50. Bei Bassisten ist alles ein bisschen einfacher. Weniger Saiten, weniger Buchstaben. Hallo ihr Lieben. So, jetzt bin ich dran mit meinem Teil der Overdub Challenge. Ich bin gespannt, was die Jungs gemacht haben. So ein bisschen habe ich ja eine Richtung. Das Solo ist richtig gut geworden und dieser Heavy Clappy Breakdown, also wie man den so richtig gut hinkriegt, dass der am Ende drückt im Gesicht und gut ist. Gut. Marco schreit schon mal. Also, was wir hier haben, ist Johannes 1, Vers 5 bis 14. Das Solo ist schon echt gut so. Nor of the flesh, nor of the will of man. Okay, das machen wir nochmal. Ich bräuchte, glaube ich, ein bisschen mehr Schlagzeug. Eieiei. Braucht das Schlagzeug nur ein bisschen lauter? Hast du irgendwas geändert? Lauter. Lauter ist immer gut. Metal muss man laut hören. Ist es lauter geworden? Nein, es ist nicht lauter. Es könnte noch mehr Schlagzeug sein. Who believe in his name? Also, rhythmisch ist das gar nicht so einfach. Das ist immer so ein müder nehmen. Oh, Menno. Es stimmt einfach nicht. Sobald er da seine Rollen am Schlagzeug spielt, bin ich raus. Ah, Marco. Aber schön gebrüllt hast du. So, jetzt haben wir die erste Stimme im Kasten. Jetzt versuchen wir, darauf noch eine zweite Oberstimme irgendwie hinzukriegen, damit das alles noch so ein bisschen mehr Symphonik, Frauen im Metal mäßig klingt. He gives the right to become. Oh, falsche Seite. Was? So, von meiner Seite war's das für heute. Ciao, ciao.